Let's go. So, hallo, wir machen weiter bei Graue Eminenz. Von der grauen Eminenz. Tribunales, ich will es nochmal sagen. Und dürfen hier noch nicht den Secret Exit machen, also haben wir jetzt schon zwei Secret Exits, die wir noch nicht machen dürfen. Wieso, du darfst den ja machen, du kannst das, du schaffst das einfach nicht. Hä? Also geht es nicht. Ich wollte einfach nur mal wieder was richtig machen. Die Musik. Ja, wie? Ja, der muss ja irgendwo auch sein, der ist ja super schön, der Part. Ja, viel Spaß. Ich guck dir nochmal wieder 3-4 Minuten von draußen zu. Mach das. Bin gespannt. Vielleicht schaffst du das auch auf den ersten Versuch. Das ist wirklich nicht so schwer. Das ist übrigens das Level, was von 2010 ist. Das habe ich nur umdesignt quasi. Von 2010? Ja, ja. Das ist vor Hentai. Hast du mich da schon gegen... Wobei, nee, ich habe... Den ersten Part haben wir, glaube ich, 2011 irgendwann. Ende 2011 haben wir den, glaube ich, gemacht. Kurz nach meinem 16. Geburtstag. Und da war ich ähnlich euphorisch wie heute. Hab ich dann drei... Ich meine, ich hab zwei... Nee, Quatsch, ich hab ja nicht 2007 mit Hex angefangen. Ist ja Bullshit. Ich hab ja... 2007 war ich mit meinem Studium erst fertig. Ich hab ja weit... Ich habe relativ spät erst mit Let's Play... Wann hab ich mit Let's Plays angefangen? Ja, 2010 hast du mit Let's Plays angefangen. Ende 2010. Das heißt, das Level hast du gebaut noch vor Hentai und dem ganzen anderen Zeug. Ja, ja, aber das sah ganz, das sah halt scheiße aus. Also so rein. Ja, dass das so nicht aussah, kann ich mir denken. Das sah, ja, man kann das auch ja immer noch hässlich finden, aber das war halt. Die Paletten waren halt sehr durcheinander. Achso, ja. Ja, wie gesagt, du sprichst ja schon hin, ne? Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Wait, was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Hä? Nee, das ist einfach nur so. Die kann ich nicht mitnehmen. Das ist einfach nur so. Hä, was war jetzt da hinten, was ich... Muss ich so einen Fisch? Nee, so einen Fisch kann ich auch nicht mitnehmen. Pflanzen, da kann ich auch nicht mitnehmen. Oh nein! Das habe ich nicht bestellt. Ach du Schande. Ach du Schande! Oh boy, das habe ich nicht bestellt. Okay. Okay, verstanden. Verstanden, wir wollen hier den Rollchamp machen. Nein, aber ich probiere es mal kurz. War das ein Climb? Also war das ein Rollclimb gerade? Oder sah das nur so aus? Oh boy, das ist ungünstig mit der Pflanze da. Ah, ich kann die Dinger einfach überhaupt nicht. Die sind aber auch... Nee, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Nee. Nee, okay, lass mir das. Schade, dass ich die nicht so gut kann. Aber dann räumen wir hier mal so gut es geht den Weg auf. Okay, den kann ich sogar auch aufräumen, indem ich den hier wieder runterlotse. Wobei, oh, ich weiß nicht, ob das im Wasser funktioniert und dann da reinrutsche. Ja, nice. Weg mit dem ganzen Schmutz hier. So. Du kannst auch weg. Nein! Oh, der Pilz hat sich auch verabschiedet. Okay. So, den kriege ich nicht. Den werde ich nicht los. Da muss ich den Spinjump drüber machen. Egal. Den kann ich loswerden noch. So. Ja, den werde ich nicht los. Also, über den muss ich einen Spinjump machen. Den Fisch werde ich los. Ja, die Pflanze werde ich nicht los. Aber die waren das kleinste Problem. Da bin ich relativ normal drüber gekommen. Nachdem die geschossen haben. Wow! Aber dahinter war noch irgendwas, oder? Ach ja, ne.
die ich nicht brauche. Großartig. Also nochmal. Da macht man riesige Vorbereitungen und dann stirbt man an dem... Das Dumme ist, dass da der Molas kommt, das heißt, ich kann nicht sofort auf den Poki draufrutschen. Das ist natürlich suboptimal. Weil dann, ja, oh, da muss ich, nein, das wollte ich gar nicht, ich muss da Geduld haben. Hilft nix. Hilft nix. Hilft alles nix, du musst weg. So. Also erst Maul, dann Poki zurück. Dann Poki kaputt rutschen. So. Dann Fisch. So. Pilz holen und diesmal Pilz unbedingt behalten. Nicht direkt an dem Fisch hier sterben. Jetzt weiß ich ja, dass der kommt. Dann ist das jetzt auch besser. So. Dann kann jetzt auch deutlich weniger schief gehen. Den nehmen wir noch mit. Und jetzt habe ich... Es ist so zum Kotzen, was man für Fehler macht. Puh, warum mache ich das denn? Also nochmal alles vorbereiten. Tut mir leid, dass ihr euch diesen Mist hier anschauen müsst. Wobei, müsst ihr nicht. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ah, Mann. Ich hoffe halt, dass wenn ich da oben bin, dass das nach dem Abschnitt ein Safe State ein. Sie als Mittelpunkt kommt. Also, wie heißt das Zeug? Egal. Ansonsten, ich glaube, dann setze ich wirklich ein State. Ich mache das hier unten keine zweimal. Wenn ich da jetzt hochkomme irgendwann, dann komme ich hoch. Ist mir das auch wurscht. Ich spiele das nicht zweimal. So. So. Jetzt haben wir ja ganz gut noch unseren Pilz. Die Yoshi-Coin kann mich mal. Schieß und ab dafür. Ja, ist okay. Dann habe ich hier meinen Damage-Boost. Und jetzt... muss halt schnell genug nach hinten kommen. Das wird... Yes! Oh boy. Das mache ich kein zweites Mal. Wenn jetzt kein Midway Point kommt oder ich sterben sollte, dann rewind ich. So leid es mir tut, aber das mache ich nicht zweimal. Das genügt mir einmal zu schaffen. Bin ich ganz ehrlich. Was ist denn das jetzt hier alles für Mist? Nur eine Yoshi-Coin. Und halt einen Block zum Mitnehmen, aber den nehme ich noch nicht mit, weil ich noch nicht weiß, wo der... Ach so, da wäre noch ein Off zum Drücken. Okay. Da oben wären die Blöcke vielleicht für den... Wait, wobei... Die kann ich vielleicht auslösen, so jetzt schon. Ja. Dann kann ich damit vielleicht sogar hoch. Ich weiß nicht, ob man das soll. Ich muss es aber probieren. Ah, es könnte gehen. Die Frage ist, wollte er das? Okay, es geht. Dann wollte er das. Was ist das denn? Ach, dann Pilz. Das sah ganz komisch aus. Here's a hint. At Mario's house, there's a shortcut in conjunction with the Yoshi coins again. At Mario's house, there's a shortcut in conjunction with the Yoshi coins again. Bussi. Was willst du von mir? Okay, jetzt muss ich den drücken. Gut. Also dann kann ich den jetzt ja einfach drücken. Hier haben wir ja alles vorbereitet dafür. Dann drücken wir den jetzt halt auch einfach. Plopp. So. Okay, dann gehen wir hier hoch. Da werde ich klein, wenn ich da reingehe. Deswegen gehe ich da noch nicht rein. Was willst du denn von mir? Alter.
Yo! Ey, der... Hat er sich jetzt an den Rhythmus gehalten? Irgendwie nicht, oder? Ich hab's doch versucht, passend zu machen. So. 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 Der geht schneller und dann dauert er länger. Hä? Zack. 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 Und dann geht der schneller plötzlich und dafür dauert der dann länger. Woher soll man das denn vorher wissen? Ich geh jetzt aber erstmal... Erstmal hier rein. Schlüssel. Was? Also wenn hier ein Schlüsselschild ist, muss ich hier wohl mit Schlüssel rein. Aber auch das weiß man vorher ja nicht. Okay, also muss ich hier lang. Überhaupt nicht vorhersehbar. Wie. Was? Aber ich will ja auch gar nicht. Ich kann die Yoshi-Konde ja gar nicht holen. Ich sterbe da ja. Aber die sind nicht vorhersehbar aus meiner Sicht. Weiß nicht, ob ich da schon wieder am Rummeckern bin, aber. Die Stelle. Der braucht viel länger. Ich würde ja gerne den Rhythmus behalten, aber es geht nicht. Die werden einfach gar nicht fest. Ich meine, gut, die müssen auch nicht fest werden. Die nützen mir nichts. Aber trotzdem, das hier ist ganz komisch. So. Okay. Da oben ist irgendwas, was ich mit dem Poké bekomme. Sieht's aber nicht. Ah ja, Poki, komm hier rüber jetzt. Gott, doch Gott, doch Gott. So, was ist da? Eine Shell. Ach so. Nee. Wo bin ich denn damit jetzt hin? Geh erstmal da weiter. Da muss ich überall... Komisch... Absoluter Move Faster Poki. Was ist das denn jetzt wieder? Das war einfach schön, Conan. Also der Rhythmus da, ne, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist immer der gleiche Rhythmus. Das ist ein bisschen arrhythmisch, aber da kann man sich schon dran gewöhnen. Nee. Naja, doch. Du hast, also, ja dann nee. Auch, du hast dich ja dann auch gut hinbekommen, aber... Nein, ich habe 1000 Mal rewindet, falls du es nicht gesehen hast. Ja, ich habe es gesehen. Aber so in der Theorie hättest du auch einfach 1000 Mal dahin gehen können. Jetzt hast du es übrigens verkackt. Wieso habe ich es jetzt verkackt? Dass es wieder eine Falle ist. Das ist einfach schön. Der hätte sich drehen müssen, die letzten beiden da. Wie? Ja, da sind. Hast du doch gesehen. Guck mal, da kannst du nicht drauf jetzt. Ach, der muss andersrum, der off. Ja. Dann habe ich es aber nicht verkackt. Ich komme doch hier zurück. Oh, wow. Ciao. Na gut, viel Spaß. Na, oder nicht? Ja, du könntest auch einfach rewinden, wenn du eh rewindest. Na gut. Okay, mach so. Nö, hier komme ich legitim zurück. Und die Shell müsste wieder da sein. Ja, ist ja auch. Jetzt musst du den auf den Poké auch gar nicht mehr so lange warten. Das ist natürlich richtig. Das ist natürlich jetzt ein schwieriger Sprung, aber wow, von alleine die Schultertaste gemacht. Unglaublich. Du bist doof. Wenn du hier sagst, mein das schöner ist ja wieder falsch, ne? Ein schöner. Nee, ist richtig. Ah, der ist auch so, so richtig, okay. Jetzt ist hier der Schlüssel. Man wäre im Übrigen bei der Röhre, wo man das Schlüsselschild hatte, da wärst du wieder zurückgekommen, aber. Ja, aber du stirbst ja sofort an den Fischen. Nee, du kannst ja direkt wieder zurückgehen. Man sieht nur doch. Wenn du es weißt, wenn du nicht weißt, dass was da passiert ist. Man sieht aber doch, dass man sich nicht bewegen kann. Guck mal, da ist ein Block. Ja, sehr gut. Ah, das halte ich für ein Gerücht.
Alter! Das ist einfach nicht Conan-kompatibel. Nee. Jetzt geh in die Röhre, du verkackst. Hier waren blaue Münzen vorne, weißt du? Du verkackst es noch? Ja, aber du. Oh nein. Wow. Jetzt ernst, was hab ich jetzt gemacht? Du hast es da hochgeschmissen, das gibt's nicht, das ist unglaublich. Was ist denn da oben, wo ich den jetzt hingehe? Geh mal in die Röhre, sonst schaffst du es wegen der Zeit nicht. Ich sehe das schon kommen, ich weiß nicht, wie du das schon wieder gemacht hast. Ach so. Die ist auch noch relevant. Naja, was heißt relevant? Also bei dir scheint sie relevant zu sein. Ah ja. Ich muss übrigens mal sagen, ich finde das Wasser hier schön designt. Das hat einen. Also oh, das ist richtig. Dieser lieb. Effekt ist ganz, ganz interessant. Den habe ich mir irgendwo raus, ja klar. Alter, leck mich doch mit den Fischen da. Oder ich habe mir das Prinzip irgendwo abgekauft. Kann denn sein, dass ich so dumm bin? Ja, das ist auch ein bisschen, die Steuerung ist ein bisschen wiggy. Ich bin einfach nur am Reviten gerade, das gibt's doch nicht. Aber das ist nicht die Schuld von dem Level. Nee. Naja. Das ist schon gerade wieder hier. Das ist eine Kombination aus Conan Incompel. Ach jetzt! Ja, wer heißt das denn? Es ist nicht Conan-kompatibel, das will ich sagen. Ich dachte, du wolltest inkompetent sagen. Ja, nee. Wie heißt das denn? Naja, kompatibel und halt. Wie heißt denn das Substantiv für kompatibel? Das Substantiv für kompatibel. Kompatibilität oder was? Alter, ich kann das gerade nicht mehr aussprechen, das ist zu spät. Kann ich bitte nicht in den Schlüssel nehmen? Danke. Du hast noch 20 Sekunden, aber das schaffst du vielleicht noch. Was? Ja, mach mal hinne. Ne, das ist richtig. Ah. Du musst jetzt mit dem Ah, da wo die Röhre, wo die. Ah, du musst den On-Off-Switch nochmal drücken. Okay, du schaffst es nicht. Da will ich hoch, dann wo ich den Schlüssel hochgepfeffert habe. Ja doch, aber das kannst du echt noch schaffen. Ja gut. Du hast einfach mörder viel Zeit verloren. Das war doch schon okay. Ja also gut, das ist doch gar kein Problem. Ach, ciao. Nee. Jetzt hier, also das ist wirklich, das ist nicht nur unfair, das ist demütigend jetzt. Nein, ich muss irgendwie die Zeit zurückbekommen. Nein, du hast doch eben total lange gebraucht, den Schlüssel vom Springboard zu trennen. Das hätte doch gereicht. Oder? Meinst du, um den On-Off zu drücken? So, jetzt sehe ich, du hast die Zeit verloren, weil du die Shell zweimal holen musstest. Ja, dahin wollte ich zurücksetzen. Ja, das macht Sinn. Na gut. Zumindest wenn es mich lässt. Ah, ist das schön. Ah, du baust schon komische Level, meine Güte. Ja, du bist lustig. Nee, bin ich nicht. Nee, du bist nicht kompatibel für diesen Hack. So, tschüss, Kollege. Also der muss sich drehen, dann passt alles. Ja, jetzt dreht er sich nicht. Ach doch, hat er, oder? Keine Ahnung. Jetzt passt. Das war richtig. Jetzt haben wir auch Millionen Jahre Zeit. Das wäre es jetzt, wenn der Stern da einfach rausspringt. Guck mal, siehst du das, wie der Stern dafür sorgt, dass die Blätter, die da rumschweben, so ein bisschen verbuggt sind? Ja. Das habe ich irgendwie nicht rausbekommen. Das wollte ich unbedingt eigentlich fixen, aber das habe ich nicht geschafft. Wofür ist eigentlich der zweite Stern? Reicht die Zeit nicht sonst? Ja, ist sehr knapp. Also ich glaube, man schafft es schon, aber... Seit wann stört es dich, wenn es knapp wird? Ja, ich wollte ja nicht ein böses Level hier bauen. Ich wollte ja. Ach so! Ja. Das merkt man gar nicht. Ein bisschen angenehmer sein. Alleine, dass ich keinen Midway Point bekomme, nachdem ich da unten die. Der war in dem Original-Level, war der noch drin, der Midway Point. Ja, wieso ist er denn jetzt raus? Aber dafür, dass der Midway Point noch. Guck mal, jetzt habe ich dafür die Schiffe ohne Safe State. Die Schiffe. Die Schiffe ohne Face State. Die Fische ohne Safe State geschafft. Exakt. Ja, das hast du super gemacht. Oh, das war verkehrt rum. Moment, stopp! Das war nicht, was ich wollte. Das habe ich nicht bestellt. So. Jetzt hast du auf jeden Fall genug. Upsi. Es kann auch sein, dass der On-Off-Switch, dass der jetzt richtig ist. Das ist ja davon abhängig, wie du in die Röhre da reingegangen bist. Oh nein. Ah, ich dachte schon. Das wäre natürlich... Das ist dann immer schön, wenn man das Ding so in die Mitte legt. Aber guck mal, ich habe gesehen, du hast ja die Messagebox gesehen. Und ja, aber welches Mario-Haus? Ja, das ist wieder so, das hast du da jetzt schon ein paar Mal, hattest du das jetzt schon. Das ist wieder so ein Hinweis für ein kommendes Level. Ach, das gab's noch nicht? Nee, natürlich nicht. Ach so. Du bist doch immer noch, Mario ist doch immer noch der Böse. Ja eben, ich weiß ja auch nicht, welches Mario-Haus. Das klang aber so, als wäre ich da schon dort gewesen. Nein. War ich nicht, okay, gut. Das ist ja nur ein Hint.
für ein späteres Level. Alles klar. Na, dann habe ich das verstanden. Feuer. In Marios Haus sammle ich keine Yoshi-Coins. Sehr gut. Nee, was? Wieso denn keine? Das ist keine Ironie. Okay. Wieso habe ich nur 3 Yoshi-Coins? Was habe ich jetzt wieder verbockt? Du hast am Anfang eine nicht geholt. Ah ja, die hinten, stimmt. Und vielleicht die... Hast recht. Bei den Fischen nicht oder so. Ah, jetzt kommt wieder was. Was ach du Gott, ach Gott, ach Gott. Was? Es ist immer das Gleiche. Es ist immer schön. Was? Aber du das, hast das einfach ist alles von Kaelum hier eingebaut. Ja, nö. Alles, was ich, glaube ich, gebaut. Nee, auch nicht alles. Ja, natürlich, nee, natürlich baust du nicht die Level von Dani, von Jan ein. Naja, das wäre auch ein bisschen komisch. So, viel Spaß, ne? Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das ging, ne? Es ist auch nicht mehr, glaube ich, nicht mehr genauso. Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zeitlich bemessener. Na, das klappt ja schon mal super. Das sollte ich von Anlauf nehmen. Das ist so das typische Level-Design. Der erste Sprung ist das Schwierigste, danach geht's eigentlich. So nicht. So. Aber der Port hier ist ganz schön. Ja, wenn wir mehr als eine halbe Sekunde was davon hören würden. Das wirst du noch, aber nicht so. What the f- ja, du bist irgendwie so ein paar Mal bist du da irgendwie rumgesprungen. Und hast irgendwie, warum auch immer, dich immer wieder umgedreht. Das ist ein bisschen kontraproduktiv hier gewesen. Oh je, aber ich kann immerhin nicht sterben. Also Game Over gehen. Aktuell. Ja. Warum hast du das nicht bei jedem Level gemacht? Einfach am Anfang und Leben setzen? Weil das so Secrets einfach nichtig macht. Wo man dann auf einen Schlag entweder 3 oder 6 oder halt 99 Leben bekommen kann. Ja, gut. Das wollte ich nicht. Oh, super mache ich das. Ich muss einmal kurz zurück, oder? Ich muss Anlauf besser nehmen. Ja, ich habe das immer so gemacht, dass ich einmal kurz über ihn gesprungen bin, dann zurückgelaufen bin und dann auf ihn drauf gesprungen bin. Aber ich glaube, es funktioniert auch, wie du es machst. Okay, machen wir es so. Gut. Oder auch nicht. Ja, das war ein bisschen wenig Anlauf. Also ich bin schon fast auf den, in den Rhein gelaufen. Das ist auch okay. Ey, bin ich dumm, ey? Ah, wait, ich kann aber... Oh, weil ich mach das anders. Ich bin doof. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann ihn ja direkt mitnehmen eigentlich. Das müsste ja vor sein. Ja, aber halt gut weiter, von ihm abspringen. Weiter hinten, genau, das ist super. Aber an sich. Ah. Das ist genau, wie ich es mir gedacht habe. Ja, genau so. Oh no. Ist aber okay, jetzt bleib einfach dran, dann schaffst du das auch. So nicht. So nicht, da solltest du ein bisschen weiter von der Ecke abspringen. Oder halt noch Running Speed haben. Ach Gott, ich mach mal richtig. Ja, gehen und spielen ist nicht so schlau. Aber jetzt können wir auch nicht aufhören, jetzt hast du ja fast alles. Wie meinst du fast alles? Den Hack fast fertig. Ja, nee, also komplett kriegen wir den nicht aufgenommen. Ich muss auf jeden Fall, ich muss morgen um 9 in der Schule sein. Ja, ich muss auch um 8 aufstehen. Das ist, ein bisschen Schlaf brauche ich noch. Na, mal gucken, was wir noch schaffen. Also ich glaube, bis zu Marios Haus ist, glaube ich, ein ganz gutes Ziel. Aber das könnte auch noch eine Stunde dauern. Keine Ahnung. Boah, ich bin hier viel zu langsam. Ich verliere massig Zeit. Ja, du kannst, Zeit. Willst du ein super, ja, nee, mach mal so weiter, das ist ganz gut. Aber ich renne ja gar nicht mehr. Ist alles, das ist nicht so schlimm. Also man schafft das auch ohne da zu rennen, aber muss man sich halt sputen. Ja, das war knapp. Du kannst aber an sich auch den ersten Goomba, den du da siehst dann, da kannst du auch direkt drauf springen. Der ist dir ein super gutes Trampolin. Der. Ja. Und dann kannst du, guck mal, dann kannst du da auf den Goomba. Nein! Oh boy! Oh ja, okay. Ach. Ich schieb's auf die Tastatur, dass ich nicht wieder springen konnte. Ja. So Zeitdrucklevel sind, glaube ich, auch genau dein. Ja, absolut.
kommen gleich nach Morselpuzzle. Ja. Oh boy. Den Sprung, den darfst du, glaube ich, nicht so weit machen, dann kommst du auf den Goomba auch besser drauf. Yes. Ja, das ist. Der Alter! Ist cool. Der ist super schön. Den, was eine Punktlandung. Den Feuerball würde ich am liebsten heiraten, so gut ist der. Ich weiß ja nicht, ob das. Du kannst dann sicher ein Safe State machen, jetzt hast du eh alles schon gemacht. Also ein Safe State wie am Anfang, meine ich, dass du nicht immer ins Level reingehen musst. Ach so. Na gut. Wundert mich, dass dich das noch nicht gestört hat. Guck mal, so, so war es gut. So war es an sich gut. Ja, aber finde ich gut, dass du auch mittlerweile solche Tricks dann bevorzugst. Mittlerweile ist so, ja, was heißt denn bevorzugen? Also so eine Mischung, jetzt ist es mir eigentlich auch egal. Ja, es entwickelt sich langsam. Ich hab dich bald. Alles gut. Du hast mich konditioniert mit zu vielen Rewinds an Stellen, an denen ich. Naja, doch, eigentlich schon damit gerechnet. Hätte sollen. Ja. Nice, diesmal nicht. Okay, jetzt ist alles gut. Ja, jetzt schaffst du es auch. Ach komm schon, ich hatte das sah jetzt so ein bisschen aus wie. Das sah wirklich aus wie gewollt. Nein, ich würde sowas niemals gewollt machen. Oh ja, das ist. Ah. So, wenn irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeiner Museumsburg irgendwie eine Führung ist und Leute Mist. Absichtlich in irgendwelche Fallen treten, damit die Kinder was zu lachen haben. Das war absolut nicht absichtlich. Oh Mann! Dann springt er wieder nicht. Sie. So. Oh weh. Aber mich beunruhigt, dass du das mit dem Goomba nicht schaffst. Das ist nicht gut. Warum? Weil das einfacher wäre. Oh ja, sehr gut. So, jetzt drück bitte nichts. Jetzt kannst du dich erstmal entspannen. Du kannst den Port hören. Wait, das scrollt. Ja. Schönes vertikales Scrolling. Kenn ich das? Ja, ich glaube den Teil, der war da auch dran. Da weiß ich gar nicht. Ja, doch, müsste aber. So, sehr gut. Sehr gut. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Mensch. Wait. Ja, ich bin wie in Feri halt. So, jetzt hast du zwei Gegner. Jo. Ne. Es war so absehbar, Conan. Wir sind an dem Punkt, es ist scheißegal, ob es Midway Points gibt. Du wirst. Aber es gibt. Es dauert ja wahrscheinlich ewig, bis ein Midway Point wiederkommt. Da ist er doch. Ach, scheiße. Ist egal, jetzt nimm den. Ist doch jetzt gut, meine Güte. Wir haben jetzt alle verstanden. Das Spiel ist für dich offenbar nicht safe-stateless kompatibel. Ich kann nicht oft genug sagen, das Spiel ist, glaube ich, für dich nicht safe-stateless kompatibel. Geh mal nach unten da und spring mal auf den Stein noch ein paar Mal. Hab ich ja. Einfach bleib mal ein bisschen passiert. Da. Bleib mal ein bisschen da. Vielleicht beweg dich mal ein bisschen, keine Ahnung. Oh, da. Ich habe ja gesehen, dass da eine blaue Münze ist, aber es ist einfach nichts passiert. Ja, man muss den blauen Münzen auch mal vertrauen. Holy moly, tschüss. Ja, dem blauen Münzchen hättest du auch mal vertrauen können, naja. Okay. Hä? Ja, der muss ja da irgendwie sein. Achso, das ist fair, natürlich vor Midway Point, ja. Ja, damit man das halt auch nochmal sehen kann, weil das so schön ist. Jetzt rewindet der. Gerade wollte ich doch sagen, ja gut, ist ja nett, dass du den Midway Point hier hingesetzt hast nach dem Wasserteil. Hey, spiel den Wasserteil einfach nochmal. Ach, ist das schrecklich. Also ich verspreche dir, ich wäre wirklich ein bisschen rigoroser gewesen, dich davon abzubringen, dass Safe Stats oder Rewinds zu nutzen, wenn es jetzt nicht schon 3 Uhr nachts wäre. Naja. Also, aber das ist ja, was ist das denn für ein Midway Point? Sowas gibt's da halt. Da muss man halt den einen Teil nochmal spielen.
Ja, nee, dann setzt den Midway Point halt auch am Anfang vom Wasser. Nee, das ging nicht. Das hat seine Gründe, aber die erzähle ich oder verrate ich dir jetzt nicht. Ja, dann selber schuld. Ja, selber schuld, da muss man halt den Wasserteil nochmal spielen. Das habe ich übrigens richtig dumm gebaut, glaube ich. Hä? Wo soll jetzt? Ach, da. Über sich Fußpuppen! Das ist okay. Unglaublich. Dass du dich an Stellen, wo du dich beeilen kannst, nicht beeilst und dann. Oh. Okay. Ja, ich spule ja zurück bis zum Midway Point. Also da, wo der Midway Point war, setze ich auch meinen Midway Point. Mach das jetzt so, wie du es für richtig hältst. Mittlerweile ist es mir komplett. Die einfach resigniert hat. Ja, das ist so wie. Gut. So muss ich das machen, dann lasse ich den nämlich offen. So alt eingesessen. Ah, das weiß man ja vor Wochen. Hinterfragen oder so. Ja, ich den vorne erledigt. Mist. Gerutscht. Du hast den gerutscht, bevor er da runtergesprungen ist, glaube ich. Ah, das kann sein. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, um den hinzukriegen. Ja, genau. Aber hier auf jeden Fall in den oben da. Ah ja, so. Perfekt. Easy. Und der andere erledigt sich selbst, alles klar. Der macht einmal den Conan. Nö, dann hätte er jetzt rewindet und wäre wieder da. Kann er ja nicht! Unglaublich. Nee, kann er nicht. Okay. Ich hab echt gedacht, du spielst den Hack und am Ende bist du so total tough, was Save Stateless angeht und. Ach, was denkst du denn? Zu große Ambitionen gehabt. Unglaublich. Was denkst du denn von mir? Ja, zu gut. Ja, kommt die jetzt oder nicht? Oh mein Gott. Sehr gut. So. Nee! Guck mal, da hättest du dir noch ein schönes Secret holen können, wenn du die Shell dir geholt hättest. Oha. Und den On-Off Switch. Alles verpasst. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, hi. Was? Wow, ich habe einen versucht, da hochzukommen. Nice. Nee, die Reset, die Hype kannst du auch resetten. Naja, aber wenn ich sie schaffe, sterbe ich in dem zweiten. Achso, ja, das ist dann deine Schuld, ja. Mach ich das denn am blödsten? Ja, so nicht. Ach, Mann. Ja, so auch nicht. Aber das ist genau, was ich prophezeit habe. Und dann, genau. So. Das war doch gut. Conan hat jetzt dreimal das Level nochmal gespielt. Das ist einfach. Ach, einfach schön. Was? Kannst du jetzt zumindest das Secret noch zeigen. Was für ein Secret? Du musst den Boomerang da verfolgen. Wenn er dich jetzt hier abwirft. Ich wollte ihn eigentlich killen, aber okay. Du kannst ja machen, wenn er den Boomerang abgeworfen hat. Ja, muss ich erstmal den. Ja, tschüss, sehr gut. Mit dem laufe ich jetzt hinterher. Ja. Und jetzt springst du drauf. Du hast das jetzt mit Rewinds gemacht, jetzt machst du das bitte weiter. Los. Es ist jetzt auch kein so bahnbrechendes Secret, aber. Ja, sehr gut. Fünf. Dein Monat, den ich nicht rankomme. Das ist keine 5, das ist eine 10 gewesen, glaube ich. Hä, das waren 5 Münzen. Ach so, ich dachte wegen des X. Nee, es war, also ich habe das wie so ein Würfelzahl-Dings gesehen. Verstehe schon. Ja, super, super. Oi. Jetzt können wir auch wirklich komplett durch Save State. Dann schaffst du das auch heute noch, dann sind wir in einer Dreiviertelstunde, glaube ich, fertig. Ach, kannst du? Selbst mit Save State brauche ich dafür doch länger. Also bitte. Das kann sein. Hä, hey, das war das ganze Level? Ja. Aber was ist mit den gelben? Oh nein, das ist wieder für den Secret Exit. Das hast du. Ach, hier, Secret Exit und den kann ich noch so machen. Aber das Level, das schaffst du jetzt sehr schnell. Die nächsten drei Level sogar sind relativ leicht.
Ja, wir sind jetzt bei 35 Minuten. Ich würde. Ja, machen wir ruhig den nächsten Part. Part beenden, ne? Ja, das macht Sinn. Und dann mal gucken, ob wir die Aufnahme beenden oder noch weitermachen. Erstmal der Stelle danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr kommt noch mit und seid noch dabei. Ich bin gedanklich. Ihr das auch in einem Marathon geguckt? Gedanklich habt, tot. 3.30 Uhr? Wahrscheinlich. Naja. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.